Ey Leute, ich schwör's euch, Revi hat so Blähungen die letzten zwei Tage. Blähungen mit P, Alter. Junge, du bist Blähungen, nur... Junge. Schreibt jetzt mal in den Chat. Digga, ich krieg das immer geschrieben. Sag mal bitte gerade Fisch. Fisch. Wie? Fisch. 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 Mit S, ja, ist doch klar. Sag mal Milch. 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 So, Moment, ich mach mal hier ganz alles richtig, so. Fisch. Ja, Mann, alle im Chat, was geht? So. Was denn? Was denn jetzt? Fisch. Was Fisch. Denn? Ich verstehe den Witz Fisch. Nicht. Aber weiß ich auch nicht. Geht's da um meine Aussprache vielleicht? Nein. Mach ich gerade über meine Sprachbehinderung lustig? Nein, gar nicht. Okay, nicht nochmal anzeigen, OBS. So, warte, ich baue mir hier ganz kurz alles um, Leute, damit wir das hier alles auf der richtigen Seite haben, nicht? In der richtigen Seite of Life. So. Stinkt nach Fisch. So. Und so. Bitteschön. So. Oh, shit. Sehr gut. Okay. Chat sehe ich hier, perfekt. Kann ich das hier irgendwie noch kleiner machen? Danke für die ganze Zeit. Wie viele Leute gerade Fisch reinschreiben. Was soll denn die Scheiße, Alter? Wo ist denn das jetzt? Wo ist der? Hör mal. Ah, Tich. Stimmt, Tich war es auch noch. Tich. Kann man den Chat hier nicht. So. Ich bin der Chatman, okay? Du bist ein Arsch, bist du. Ich bin der Chatman. Ein dummes Arschloch bist du. Mehr nicht. Wie lange seid ihr noch auf Madeira? So. Bis zum 13. Das geht euch gar nicht. Hört auf, hier reinzusammen, sonst kommt immer dieses Geräusch. Danke, Sven. Grüße vom Klo zurück. Du hast gerade einen richtig fetten Turd, Alter. So, jetzt gucken wir uns hier Leon Mascher an. Alter Schwede. Guck mal, ich kann hier, warte. Ist sau cool. Kann man hier, wenn ich jetzt sage, sowas Betontes. Wichser! Kann ich die Facecam so ranzoomen, weißt du? Ist ja mega krass. Ja, lass mal hier noch ein bisschen rauszoomen. Warte mal. So, haben wir dann noch mehr? Was denn? Nee, ich glaube, war es schon. Kann man nicht so. Ah, okay, perfekt. Okay, Leute, let's go. Okay, also zuallererst das Video ist laut Leons Aussage FSK 16. Hey, warte mal, der reactet auf ein Video, was drei Jahre alt ist. Ja, aber er nimmt ihn komplett auseinander. Das ist das Ding, er nimmt ihn wirklich komplett auseinander, Alter. 1,7 Millionen Aufrufe nicht von seinen Zuschauern gekommen sind? Kaum vorstellbar. Okay, in dem Video fährt Leon mit seinen Freunden an die Ostsee. Bedeutet mit Erdem, Dennis, Cero und Milot. Dort angekommen, bauen die Zero, ein Zelt Mero, auf, gehen Vater, dann irgendwann alle pennen, sind dabei. Machen dann am Morgen wieder auf, gehen einkaufen und zerballern ein paar Glasflaschen mit einem Basketball. warum? Bruh. Was soll denn das, Alter? Was ist das für ein Assi-Move, Junge? Andere Menschen was ist das für ein Assi-Move, Alter? Was? Digga, du hast einfach einen Kühlschrank kaputt gemacht, du Retard, Junge. Was soll die Scheiße eigentlich? Hä, ich hab mir keine Kaution bezahlt, oder? Abfall, Alter. Klemmi, danke für den Hype-Train. Kuss. Ihr seid so dumm, Jungs, Digga. Ja, das stimmt, ey. Ihr seid nicht hier auf dem Spielplatz, Jungs. Genau. Dann gehen die wieder zum Zelt und in der folgenden Nacht verschwinden auf mysteriöse Art und Weise Leute aus der Gruppe oder werden gejagt. Und am Ende bleibt nur noch Leon übrig und es gibt kein Happy End. So, das war... Scheiße, Alter. Wie krass, also... Dass die einfach verschwunden sind, die Leute, oder? Passiert aber manchmal. Dass das nicht gestaged worden ist, oder? Nee, das... Ey, die sind auch nie wieder aufgetaucht. Oh, Junge, so krank, Mann. Ja. Jetzt die grobe Kurzfassung und nun schauen wir uns die wichtigsten Szenen genauer an. Wo willst du? Ey, aber bring mal eine Spezie mit, okay? Bringst du Spezie mit? Warum stellst du das Fliegen Kakerlaken rein? Ich könnte sofort einschlagen. Ey, auf, Digga. Es fliegen Kakerlaken rein. Sag mal, Leon, tut mir leid, aber ob du dumm bist, ist die Frage, Alter. Gestern war die noch so motiviert und jetzt halt... Was ist los? Oh mein Gott, oh mein Gott. Skills! Alter, Cero! Cero geht nach draußen und verschwindet! Alter, der ist bestimmt ein Album mit Mero aufnehmen hinten. Der hat gerade bei Alles oder Nichts Records gesigned, der Junge. Scheiße, Cero ist weg, Leute. Mach weiter, mach weiter. Die anderen gehen ihn suchen, aber können ihn nicht finden. Moment ganz kurz, ich muss ganz kurz was sagen. Oh Mann! Junge, darf ich auf dein Gesicht, du... Dann hör auf, Junge! Gefallen. Hör auf zu furzen! Nein! Ich schwöre, ich geh weg hier! Nein! Aber wieso du? Ich guck auf meine Ereignisse! Boah! Geh nicht zu weit weg, Mann! Boah, Digga! Ey, wohin willst du gehen? Ich weiß, dass das Video von Leon belastend ist. Stell dich nicht so an. Stell dich nicht. Hallo! Was hast du gegessen? Stell dich nicht so an! Boah! Das ist schlimm, Junge! Rein in die Olga aber jetzt! Woo. Boah, Leute! Hilfe! Scheiße. Meinst du, die müssen zusammenbleiben? Besser wäre es, glaube ich. Es wäre besser, wenn sie zusammenbleiben, oder? Pass auf, Mimi wird euch aufdecken, dass der Typ einfach irgendwo im Hintergrund steht. Diese sind zwischendrin. Wer kennt nicht, Leute, wenn man gerade entführt wird, dieses ganz kurze. Man kennt es, man liebt es. Was
Digga. Okay, Milot will zum Auto, um seine Würmer zu holen und verschwindet auch. Also, als ob der eine Waffe dabei hat. Hier jetzt Zero und Milot. Dann haben die restlichen Leute die halt weiter gesucht und nicht gefunden. Leon meinte dann zu den anderen, dass sie die Polizei rufen sollten. Wir müssen irgendjemand anrufen, Mann. Wir müssen... Ey, bevor ich bin, kann ich anrufen, ey. Wenn jemand entführt worden ist, wen ruft man da an? Man kann Basti GAG anrufen und fragen, ob der eventuell ein paar Pinkschellen verteilt. Man könnte Papa Platte anrufen und nachfragen, ob er eventuell mit einem Harry Potter Zauberstrumpf auf böse Art und Weise ihn verzaubert. Mhm. Man könnte Vive anrufen, macht man aber nicht. Die Polizei oder irgendwelche öffentlichen Organisationen sind da sicherlich fehl am Platz, oder? Ich glaube, es ist einfach schlau, das erstmal selber zu klären. Ich glaube, es ist wichtig, dass man seine Autoversicherung anruft. Und eine Spezi mitbringen. Eine Spedition einfach für eine Paletten Red Bull Energy, ganz genau. Absolut. Das kann nichts Normales sein. Ruf die Polizei an. Ey Leon, man sieht im Video, dass du die ganze Zeit Digga, wie schlecht, rumleuchtest. Wie schlecht ist das gefaked? Es kann nicht. Nee, ruf die Polizei an. Nee, kann man nicht. Digga, die Schauspielskills. Leon Lascher ist ja da einer der besten Schauspieler des Landes, ne? Ja. Er hat ja ist genauso gut wie Til Schweiger. Hast du nicht einfach selber angerufen? Aber jetzt kommt das Beste. Wo soll ich jetzt hingucken? Du guckst. Wo längst ist er gegangen? Er wollte doch Richtung Auto, oder? Er wollte... Ja, okay, dann lass uns da hoch. Kommt, Jungs. Kommt. Okay, Leute, jetzt wird's richtig unangenehm. Nicht, weil es gruselig ist, sondern weil es absolut peinlich ist. Die Szene, die ihr gerade gesehen habt, editiere ich jetzt mit meinem Schnittprogramm und stelle die Belichtung ein bisschen hoch. Oh nein, man sieht den Typen. Was sehen wir denn da? Das Zelt, ja. Das Zelt! Und davor steht eine Person mit schwarzer Jacke und schwarzer Hose. Milot ist der Einzige mit schwarzer... Wie schlecht! Maschallah, Junge! Hä? Leon Mascher! Diese Jause ist für dich. Bra, Digga. Junge, bist du? Also, Digga, das ist ja wirklich mal Next Level dumm, oder? Ist voll cool eigentlich. Würdest du sagen, wenn Leon Mascher ein eigenes Fantreffen macht, Maxi Heiß hat gerade 5 Euro donated. Bro. Und schreib einfach nur, hi. Danke, Maxi, zu dem Heiß, Alter. Dankeschön, Maxi Heiß. Hey, Maxi Heiß, ganz kurz. Ich habe von Unge übrigens die 3000 Euro nicht bekommen. Und habe heute... Unge ist wirklich einfach von mir am Bankautomaten weggelaufen. Ach, das war der gestern für dich Geld gespendet hat? Maxi Heiß hat gestern für mich 3000 Euro gespendet. Ja, Digga. Und Unge hat mir das Geld nicht gegeben. Maxi, Digga, danke für den 100 Euro mehr, ich gehe zur Sprachtherapie. Dankeschön für die 50 Euro, HBW. Haschallah. Digga, das läuft nicht so, ne? Was? Nee, alles cool, mach weiter. Passt. Schwarze Jacke und schwarze Hose. Und dann sieht man hier unten noch einen sitzen. Das ist Zero. Die stehen ein... Alter, und der ist gerade gar nicht bei Ratar, sondern nimmt einfach... Wieder im Hintergrund, guck. Einfach vorm Zelt, während die anderen sie angeblich suchen. Eigentlich könnten wir das ganze Video schon damit beenden, aber das Ganze wird noch viel zu lustig, deswegen machen wir einfach mit dem Video weiter. Okay, also die Jungs suchen nun Zero und Milot. Was passiert als nächstes? Ey, mal ganz kurz, wie verfickt auffällig ist das im Hintergrund? Was Mimi hier macht, ist schon crazy aufwendig, ist aber bei weitem noch nicht so krass, wie unaufwendig das Video von Leon Mascher ist. Ja. Denn das ist wirklich Next Level. Leute, was geht? Junge, bitte. Hör auf zu furzen, hör auf zu rülpsen. Ich kann nicht anders. Sei einfach ein normaler Mensch, Junge. Oh mein Gott, wenn ich dieses Video sehe, muss ich mich übergeben. Mach jetzt weiter. Auto gehen, Mann. Wir müssen die Jungs suchen. Das geht nicht, dass wir die nicht finden, Digga. Ist uns ganz vorsichtig. Chill mal. Guck mal, wer ist das? Wer ist das? Fuck, wo ist die Stadt? Wie kommen wir zurück nach Hamburg? Wo ist die Stadt? Die Soundeffekte haben mich gerade gecatcht. Wer ist das, Mann? Lauf, Mann! Der hat irgendwas in der Hand, eine Axt oder so! Mensch, warum ist... Eine Axt oder so? Wahrscheinlich hat er einfach einen riesen Dildo, der hat auf Leons Popo. Das ist einfach so cringe, was ist denn so dunkel gefilmt? Ne? Ich mach nochmal die Helligkeit hoch. Das geht nicht, dass wir die nicht finden, Digga. Ist uns ganz vorsichtig, chill mal. Guck mal, wer ist das? Wer ist das, Mann? Wer ist das? Digga, was? Was, Junge? Ist das peinlich, Alter? Digga, was war das denn für Editing-Skills? Ist das peinlich und dumm? Leon! Alter! Zu dem Mascher, Alter! Junge, lösch dich aus dem Internet! Lösch dich weg! Weg, 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 weg! Junge! Das ist ja so unangenehm! Junge. Holy shit, so dumm ist ja kein Mensch! Leon, nicht schon gut, aber was soll der Scheiß? Axt oder so. Wie kommst du denn darauf, dass er eine Axt hat, weil er sich scheinbar die Beine abgehackt hat?
Mann, ey, das ist so unfair. Das ist ein Geist, Alter. Das ist ein Geist und Mimi tut so, als wäre es nicht schlimm. Siehst du, wie... Guck mal. Aber sein Gesicht ist wirklich creepy. Das ist ein Geist mit einem anderen Geist drüber. Das ist ein Doppelgeist, Junge. Das ist genauso krass wie eine Doppeljause. Danke, Max, der Krasse, für 10. Gib du Zaps, danke Max, der Krasse. Vielen Dank dafür, Alter. Junge, Doppelgeist. Weißt du, wie krass das ist, Lukas? Hast du schon mal einen Doppelgeist gesehen? Nee, noch nie, aber... Ja. Leon Mascher ist ja einer der einzigen Ghostbusters, der sowas schon mal gesehen hat. Krass. Ja. Was? Alter! RM, alles in also, Ordnung bei falls dir, sie mal, RM, falls sie mal einen, Bruder. Falls sie mal einen suchen, der ein bisschen rumschreien soll im Video, Leon, wenn du das siehst, Meldet ich kann da sehr gerne helfen. Ich weiß nicht, Alter! Max der Krasse nochmal mit 5. Gifted Zaps hier an der Stelle. Dankeschön dafür. Zaps sind die, wo im Monat Geld bezahlen. Was? Es waren 10. Es waren 10. Wer hat dich denn gefragt? 10 Mil! Danke, Max. Danke, danke, danke. Ich küsse deine Augen. Also ist in der Situation Erde verschwunden. Übrig bleiben Dennis und Leon. Aha. Die diskutieren dann die ganze Zeit und dann passiert Folgendes. Komm mit, wir müssen das klären, Alter. Recht, die sind zu zweit und er rennt alleine weg. Voll schlau. Ich würde es genauso machen. Er. Dennis, Max, danke, Digga. Wo ist er hin? Ja, was hat er in der Hand? Ich glaube, Kugelschreiber, Junge. Ich hol mir von dem ein Autogramm. Jetzt, der wird sehen, Alter. Ich krieg eine Unterschrift. Warte, wir müssen zusammen. Warte, wir müssen zusammenbleiben. Alter. Oh, wie unangenehm kann denn ein Video sein? Das ist so krass, dass Mimi sich wirklich diesen Crack reinfährt, Alter. Er fällt hin, macht. Warte, wir spielen jetzt, warte, pass auf, wir spielen jetzt mal ganz kurz nach. Geh mal ganz kurz aus dem Bild. Geh mal kurz aus dem Bild raus. Okay, stell dir vor, ich sitze jetzt hier so, ja? Ja. So. Du musst ein bisschen aus dem Bild raus. So, und jetzt, ja, noch ein Stück. Und jetzt machen wir mit der Hand so. Ich? Ja, einfach mal so ins Bild rein. Noch ein bisschen weiter rein mit der Hand. Oh, ja! Dahin. Ey Leute, habt ihr es gerade gesehen? Oh mein Gott! Oh mein Alter! Oh. Zittern wir noch. Alter, Max der Krasse, danke nochmal für 5 gifted Subs. So blöd, Alter, Kopfhörer anzuziehen. Leute, so gruselig, Mann. So gruselig, Alter. Wirklich so gruselig. Oh, boah, ey. Das Ding ist, der liegt halt immer noch da und er filmt einfach nur hoch. Okay, bei Minute 7:56 fliegt Dennis dann irgendwie hinter die scheiß Pflanze und ist dann verschwunden. Das Ding ist aber, an der Stelle, wo Dennis verschwindet, waren die direkt davor schon mal. Bei Minute... Moment. Wollt ihr mir sagen, das Video ist fake? Nein. Wollt ihr mir... Niemals, Digga. Lukas. Das kann nicht Leon Mascher lügt seine Kom. Ich kann's. Ey, Alter. Jause! Oh, ich kann's nicht. Ich pack's nicht. Oh. Minute 7:47 ist Leon mit der Kamera vorne gelaufen. Ich mach das Ganze mal heller und ihr merkt euch diese beiden Einkerbungen hier. Hier hat Leon dann gemerkt, oh, hier ist ein guter Punkt zum Verschwinden, ey, weil hier hinten kommt ja nur Wiese. Also haben die direkt danach gefilmt, wie diesmal Dennis vorne läuft und hinter der... Aber wie er so zur Seite geht. So, tschüss, warte, pass auf. Was willst du machen? So unglaublich gruselig, Alter. Pflanze verschwindet. Ich guck jetzt Inscope, weil du ADS hast. Wenn ich das Ganze wieder hell mache, sieht man auch die zwei ein... Ich weiß nicht, ob da Inscope eine bessere... Also... Kerbungen. Und an der Stelle waren die übrigens nicht nur zweimal, sondern davor waren die auch schon mal da. Und zwar bei Minute 6:20 circa. Ich mach... Die ganze Zeit einfach im Kreis gelaufen, um das Gespenst zu suchen. Nein, die sind immer nur diesen Weg hin und zurück. Mal wieder hell.
Hier sieht man wieder die zwei Einkerbungen und hier ist die Pflanze. Hinter der Ben ist anderthalb und ist das unangenehm. Junge, ganz ehrlich, warum sollte... Und wenn wir hier weiterschauen, sehen wir auch ein Schild. Dieses Schild ist später auch zu sehen, als Dennis hinter die Pflanze gehechtet ist, um zu verschwinden. Digga. Auch bei der Szene mit dem Ghetto-CG... Das ist kein Ghetto, das ist ein Doppelgeist, Digga. Mann. Hier sieht man diese Einkerbungen. Die waren einfach permanent an der gleichen Stelle. Okay, jedenfalls ist Dennis verschwunden und Leon ist jetzt alleine. Wo ist Dennis? Ey, warte mal, lass doch auch mal so ein Video hier drehen. Die Geistervilla. Die Geister... Hier in unserem Haus? Ja, hier in unserem Haus. Und Alter, wir faken Tobi, das niemals. Wir drehen hier morgen... Hier im Garten... Leute, okay, ich muss euch eine Geschichte erzählen. Max der Krasse, danke für die 1000 Bits. Du bist ein Ehrenmann, Alter. Leute, hier im Haus, hier spukt's auch, ne? Hier ist es richtig... Es ist... Es ist gruselig. Es ist so gruselig hier. Wir machen morgen darüber ein Video, Leute. Wirklich. Es ist so gruselig hier. Das ist... Danke, Max, nochmal für die 1000 Bits. Jetzt rennt er einfach ein Stück weiter. Wieso rennt er in den... Er hat sich hingelegt, ist ja sicherer dann. Alles klar, Leon versteckt sich jetzt mit aktiviertem Handylicht. Ja, aber der Doppelgeist kann's nicht sehen. Bist du dumm oder was? Der ist nämlich lichtfarbblind. Ja, irgendwie sowas ist er. Das ist natürlich mega schlau. Und in dieser Gefahrensituation hat Leon noch die Geduld und Zeit, um cinematische Aufnahmen zu machen, bevor er dann von hinten geschnappt wird. Oh nein! Hast du den Geist gesehen? Das sah aber gerade auf korrekt gar nicht so scheiße editiert aus. Digga, das ist nicht editiert gewesen, das war ein Geist. Der war echt? Ey. Okay, dann ist krass, Alter. Vives Atem riecht nach Schweiß. Das stimmt. Revi halt meine Winterdepression. Ja. Ich freue mich schon auf das Video. Ja. Yeah. Das Handy wird dann von den anderen aufgehoben und es stellt sich raus, die sind Zombies geworden oder so ein Scheiß. Ja, das war dann halt das Ende des Videos, aber gehen wir nochmal kurz zurück. Diese hässliche Schabracke bewegt sich nicht mal. Das ist einfach ein ausgeschnittenes Bild, was hin und her geschoben wurde. Irgendwie auch seltsam, Digga, dass Leon hier auf einmal transparent geworden ist. Leon ist auch zum Doppelgeist geworden. Oh shit. Max, Digga, danke schön für die 1000 Bits. Wenn du zu viel Geld hast, schenk lieber Subs. Bits sind cool, aber Subs sind geiler. Wann ist der Stream endlich wieder auf? Gute Frage, du sagst es, Mann. Werd mal bitte Moslem. Ich wusste nicht, dass es solche... Was sagst du? Werd mal bitte Moslem, Alive. Mach doch. Ja, wenn der Chat das fordert, mach's jetzt. Okay. Störungen in der Kamera geben kann, dass man auf einmal durch Dinge durchsehen kann. Und hier sieht man sogar noch die Reste des Bildes, die nicht entfernt wurden. Leon, hättest du deine Nichte nicht ein bisschen sauberer ausschneiden können? Aber... Oh, weg mit der Ehre. No. Wenn ihr jetzt denkt, dass alles, was ihr hier gesehen habt, schon todespeinlich ist, Leute, das war gar nichts. Ich habe nämlich auf Google Earth rausgefunden, wo die gezeltet haben. Digga, so insane. Max, der Krasse, war ein Joke. Danke für die 5 Gifte. Habibi Ehrenmann, korrekt. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Alter. Danke für deinen geisteskranken Support heute. So crazy, dass er immer wieder hingeht und herausfindet, wo das stattfindet. Aber und sowas, das ist halt wirklich, das ist schon, Digga, Arbeit. Mini-akribische, ja, Detektivarbeit. Digga, wenn ich irgendwann meinen Sohn verliere, was wahrscheinlich irgendwann passieren wird, weil ich einen Scheiß auf den gebe, dann weiß ich, dass Mimi ihn auf jeden Fall wiederfindet. Google Earth oder was ich was. Jawohl. Und zwar durch diese Ecke hier. Die Ecke wäre dann hier. Hier war das Zelt. Und hier ist der Gehweg, den man auch in Leons Video sieht. Von da aus kann man per Street View auch die Häuser Skyline sehen, die in dem Video bei dem Monster... Ja. Alter, da ist das Doppelgeistmonster. Vorsicht. Zu sehen ist. Aber was bringt uns das Ganze jetzt? Jetzt kann ich euch zeigen, was Leon uns als Geisterwald verkauft. Okay, hier ist die Häuser... Nein, es ist einfach nur ein Gebüsch. Es ist einfach nur ein scheiß Gebüsch. Das ist das Skyline. Hier stand das Zelt. Und das hier ist der Geisterwald. So paar diese paar Bäume hier. Oh mein Gott. Das ist gefährlich. Lukas, weißt du, warum der sieht von Google Maps so aus, der Wald? Aber der ist richtig krass gruselig, weil der ist größer, als er aussieht. Deshalb ist der Geisterwald so krass gruselig. Verstehst du, was ich meine? Und total, das macht das Video so krass. Leon Mascher möchte eigentlich Sozialkritik üben. Warum redest du gerade für Rezo? Alter.
Saugrass-CDU. Ohne Blätter so hier aussehen. Ich habe mal im Internet nach der Definition von Wald geschaut und habe das hier gefunden. Laut Definition ist Wald eine Pflanzenformation, die im Wesentlichen aus Bäumen aufgebaut ist und eine so große Fläche bedeckt, dass sich darauf ein charakteristisches Waldklima entwickeln kann. Alter. Da ist doch ein Wald. Da doch auch. Hier, der Großstadtwald. Ich kann das Waldklima förmlich durch den Bildschirm spüren. Hey Leon, wenn das für dich ein Wald ist, dann frage ich mich, was als nächstes kommt. Warst du vielleicht mal in der Wüste? Oder bist du aufs Meer gelaufen wie Jesus? Oder hast du mal Berge versetzt? Jetzt mal ernsthaft, ist euch das nicht peinlich? Junge, ist das ein affiges Video, oder? Wie kann man ein so dämlicher... geldgieriger, verblendeter Mensch sein, der sowas aber einfach Mimi hochlädt. Nimmt den halt einfach komplett auf. Wie kann man das ernst meinen? Weißt du, was ich meine? Ja. Bro, war nur Spaß mit Moslem, gönn dir weiter Schwein. Perfekt. Perfekt, Digga, danke. Was soll ich machen, Mann? Ihr könnt mein Merch kaufen. Ich bin reich. Der ist in der Beschreibung verlinkt. Ich guck auch, was da hinten ist. Nee, Miload, in meiner Beschreibung hab ich gesagt. Und für jeden bestellten Artikel gibt's eine limitierte Adventure-Time-Wackelkarte. Das ist 2016 zwar aufgefallen, aber es hat sich irgendwie keiner drum gekümmert, glaube ich. Es hat sich einfach keiner drum geschert, weißt du, was ich meine? Und jetzt ist Mimi wieder da. Es war einfach aufgeräumt. Jetzt kommt Mimo zurück und räumt nochmal komplett Leons Unterhosenschublade aus, Alter. Mimo, oder? Mimo, ja. Balalala, ist mehr anders, ne? Okay, gut. So wird zu Mimis Video auf jeden Fall nochmal auschecken, Leute. Gerne da ein Abo bei dem Ehrenmann da.